Hallo zusammen, heute ist der 15.02. Zeit für ein neues Update. In dieser Folge geht es einmal um die Playlists, die momentan buggy sind bei mir, dann um den Cosmic Panda, der kommt, ob wir es nun wollen oder nicht, und die aktuellen Projekte. Fangen wir an mit den Playlists. Also seit heute Morgen kann ich keine Folgen mehr zu meinen alten Playlists hinzufügen. Das sind also Gothic, Planescape Torment und Anvil of Dawn. Die Playlists an sich sind zwar noch da und können auch angeguckt werden, aber wenn ich eine neue Folge hochlade und sie zu der Playlist hinzufügen will, taucht die Playlist nicht auf in der Auswahlmöglichkeit. Das heißt, die Playlist ist jetzt erstmal eingefroren auf dem Stand vom 14.02. Und wenn ihr euch die neuen Folgen angucken wollt, müsst ihr halt über den Uploads-Button oben gucken, dass ihr sie so findet. Das finde ich ein wenig nervig, ich habe auch schon recht viel rumgefriemelt, woran das jetzt liegen könnte. Also Account gewechselt, anderen Browser benutzt, Cache geleert und das will einfach nicht weggehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es ein Fehler auf der YouTube-Seite ist. Denn ich habe jetzt ja auch schon die letzten 2 Wochen nur sehr unregelmäßig meine View-Zahlen und Abo-Zahlen und so weiter sehen können. Die haben da wohl irgendwelche technischen Probleme, die sie nicht lösen können. Vielleicht hängt es damit ja zusammen. Man kann nur hoffen, weil so ist es recht nervig. Einmal für mich wegen der Übersicht und für euch auch, weil ihr dann halt nicht so gut auf eure Folgen zugreifen könnt. Dann der Cosmic Panda. Es sind jetzt noch knapp 3 Wochen, bis er auftaucht. Da können wir leider nichts gegen machen, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, ich werde jetzt mir überlegen müssen, wann genau ich die Umstellung mache zum neuen Design. Ich habe ja zwischendurch schon 1-2 Mal reingeguckt. Es hat ein paar Vorteile, aber auch jede Menge Nachteile. Aber damit werden wir uns arrangieren müssen. Das Design wurde ja schon mal vor 2 Jahren geändert. Da haben auch alle rumgeschrien. Und das neue Design, in Anführungszeichen, das so doof sein sollte, damit haben wir uns jetzt schon so sehr angefreundet, dass wir uns ärgern, dass es wegkommt. Also kann man nur hoffen, dass es bei dem Cosmic Panda dann ähnlich wird mit der Zeit. Denn die werden dann bestimmt noch ein paar Updates zu bringen. Hoffentlich die Kanalkommentare auf die erste Seite. Das wäre nämlich echt schick. Weil so geht die Community ein bisschen flöten, wenn man sich da erstmal durch 3 verschiedene Seiten klicken muss, bevor man dann was sagen oder sehen kann. Aber naja, also am 7. Am 7.3. direkt will ich es nicht umstellen, weil da wird es fast jeder machen, zwangsweise. Und es könnte recht buggy sein und laggy. Deswegen werde ich es wohl 1 Woche vorher machen. Also entweder Ende diesen Monats oder Anfang nächsten Monats werde ich es umstellen und dann nach und nach so einstellen, dass es für mich okay ist. Auch wenn ich die ganzen Kniffe und Tricks da noch nicht kenne, deswegen wird es wohl eine Weile dauern. Ja, die Projekte. Am Wochenende war es ein wenig langsam. Also ich denke, ihr dürft davon eigentlich nichts bekommen haben, weil das lief alles über Konserve. Am Wochenende kann ich ja nicht aufnehmen, weil ich auch arbeiten muss, also in der Nachtschicht. Und an dem darauffolgenden Tag bin ich dann geistig nicht wirklich in der Lage, irgendwas Ordentliches zu machen. Schon gar nicht irgendwas aufnehmen und kommentieren. Deswegen nehme ich am Freitag mal ein bisschen mehr auf. Ja, das war an diesem Wochenende ein bisschen knapp, weil dazu kam ja noch das Kratzen am Hals. Also hatte ich nicht so viel, was ich auf Konserve aufnehmen konnte. Aber naja, kann man nichts ändern, ist leider so. Planescape Torment schreitet voran, keine große Veränderung, alle 2-3 Tage eine neue Folge. Gothic müsste jeden Tag eine Folge gewesen sein und Anvil of Dawn geht am schnellsten voran, mit teilweise 2-3 Folgen sogar am Tag, je nachdem wie viel ich aufgenommen habe. Anvil of Dawn wird auch wahrscheinlich das erste Projekt sein, das fertig ist von den dreien, da es vom Content her wahrscheinlich auch nicht so viel hat wie Gothic und Planescape Torment. Also Planescape Torment ist natürlich der Überhammer, was Content angeht. Gothic geht so, Anvil of Dawn, ich schätze mal, wir sind jetzt bei der Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger. Wenn man sich die Karte so anguckt, was es da noch an Dungeons gibt, dann haben wir schon gut was geschafft. Und außerdem freue ich mich auch dann drauf, noch ein Projekt abgeschlossen zu haben. Das ist immer ganz gut. So kann ich mich dann nämlich auf die anderen beiden Projekte konzentrieren, beziehungsweise ein neues Projekt anfangen. Ja, noch ein neues. Ich weiß, ich habe da schon jede Menge Kleinkram, aber meine 3 einzigen Hauptprojekte sind wirklich Planescape Torment, Gothic und Anvil of Dawn. Das Minecraft mache ich ja nur, wenn ich nicht aufnehmen kann und das Dungeon Master ist so nebenbei. Da wird nur ganz selten mal eine Folge kommen. Apropos Dungeon Master, da habe ich ja bisher noch nichts Neues gemacht, aber ich habe mich ein bisschen reingelesen, wie der technische Hintergrund so ist. Weil zuletzt habe ich es halt vor ein paar Jahren gespielt und dann auch nur ganz kurz. Und das letzte Mal davor war vor 20 Jahren. Da gehen doch schon recht viele Informationen verloren. Also habe ich mich da ein bisschen reingelesen, wie das genau ist beim Level-Up, was man da bekommt und wann man Level-Up bekommt und so weiter. Das werde ich euch dann alles in der nächsten Folge erklären, damit ich euch da nichts Falsches erzähle. Weil wenn man Let's Play guckt, will man sich auch ein bisschen über das Spiel informieren. Aber gut, das war es erstmal für die News. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bye, bye.